Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren, aber heute mal kürzeren Video, einem Tutorial über die Sichtsteuerung in OMSI 2 per Facecam. Es hat mich im OMSI-Forum von jemandem die Frage erreicht, ob oder wie das funktioniert. Und da habe ich gesagt, mache ich doch mal ein Tutorial dazu, weil bestimmt mehrere Leute die Frage auch schon mal hatten oder haben. Und deswegen gibt es da heute ein kleines Tutorial. Ja, das Einzige, was ihr im Vorfeld braucht, ganz wichtig, ist natürlich eure Facecam. Bei mir handelt es sich hier um eine Genius Facecam, die ihr im Internet schon für 10 bis 12 Euro bekommt, also wirklich sehr, sehr günstig. Und die ist ihrem Preis auch voll und ganz wert, also ist wirklich auch qualitativ soweit ganz hochwertig. Die hat hier hinten so einen Schnappbügel-Dingsbums-Verschluss, dass sie eben auch hält am Computer, an dem Bildschirm. Und ja, ihr könnt euch dann aber auch, so wie ich das machen werde, diese Facecam, die werde ich jetzt bei mir, so wie in diesem Berlin-Spandau-Video mit Martin zusammen schon gezeigt, werde ich bei mir vor allen Dingen für die Demonstration von dem Fahrarbeitsplatz verwenden. Das heißt, dass ihr quasi während ich OMSI mit dem Bildschirmaufnahmeprogramm aufzeichne, auch noch die Facecam eingeblendet habt, wo ihr mich dann am Fahrarbeitsplatz seht. Und dann werde ich mir eben eine mit einer noch besseren Framerate und Performance holen, die dann für die Sichtsteuerung alleine tätig ist oder zuständig ist. Wobei, man muss sagen, diese Facecam reicht für Anfänger komplett aus. Ja, also ihr schließt, wie gesagt, eure Facecam am Computer an und dann ist das Einzige, was ihr machen müsst, dass ihr das Programm dazu runterladet. Das gibt es kostenlos entweder auf der Webseite oder bei chiponline.de. Und das nennt sich NoFaceTrack IR5, soweit ich weiß. Das könnt ihr eingeben und dann eben runterladen und soweit erstmal öffnen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. So, dann braucht ihr noch eine Sache und zwar ist es hier stets, ich gehe mal ein bisschen näher ran, hier steht es drin, ihr braucht die OMSI und ETS2config.ini und die werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Da gibt es den direkten Download-Link. Und da könnt ihr die eben downloaden und das ist eine Textdatei und die irgendwo bitte abspeichern, wo ihr sie gut findet, auf dem Desktop oder wo auch immer. Ich glaube, ich habe die hier auch auf dem Desktop. Ich schau mal mit meinem wunderschönen Motiv hier im Hintergrund. Ja genau, hier ist sie nämlich. So sieht das Ding dann aus. So, wenn ihr die aufmacht, das könnt ihr gerne machen, dann öffnet sich diese Textdatei. Was da jetzt drin steht, ist vollkommen unwichtig. Es ist nun mal wichtig, damit ihr wisst, wie das dann aussieht dann und wo ihr sie findet, ist natürlich auch sehr wichtig. So, dann müsst ihr eigentlich nur dieses Programm eben öffnen und auch gar nichts weiter vornehmen an Einstellungen, sondern erstmal, bei mir sieht es jetzt, ist es zwar schon drin hier, diese Datei, aber ich mache es jetzt mal für den Fall, so wie es dann bei euch auch aussehen würde. Also ihr schließt eben eure Kamera im Vorfeld an und wenn sie auch wirklich korrekt angeschlossen ist, wird dann auch hier der Name angezeigt, so wie bei mir jetzt hier Facecam VGA. Dann seid ihr sicher, dass sie auch wirklich angeschlossen ist. So, dann geht ihr hier bei Profile auf Load. Bei mir ist es zwar schon drin, aber ich mache es ja nochmal jetzt. Load. Und dann könnt ihr auswählen, hier zum Beispiel bei Desktop, wo ihr das dann halt abspeichert, die Datei und könnt die dann anklicken und aufmachen, also auf Öffnen gehen und dann ist die so wie bei mir jetzt hier drinnen. So, dann habt ihr die schon mal drin soweit und könnt dann quasi schon auf Start hier klicken und zwar bei Go könnt ihr auf Start klicken. So, dann gibt es so ein Ton oder auch bei mir hier keinen, weil ich gerade einen Ton aus habe. Und dann, wenn ihr hier hochschaut zu diesem Fenster, seht ihr schon, dass tatsächlich auch schon die Kamera läuft. Ich wink mal. So, sie läuft, wunderbar. Und genau, jetzt seid ihr quasi soweit fit mit der Kamera. Jetzt ist sie quasi drin und ihr könnt quasi über die Kamera schon fahren. Jetzt müsst ihr OMSI aufmachen, mache ich mal. So. Und jetzt ist wichtig, dass ihr müsst gar nichts weiter vornehmen, ihr müsst nur ins Altmenü gehen und dann hier auf die Steuerungssymbole gehen. Und
dann seht ihr hier schon, bei mir ist es sogar schon ausgewählt, ich wähle es nochmal ab. Also so müsste es bei euch aussehen, wenn ihr mit Tastatur fahrt eben. Und dann müsst ihr immer zusätzlich, hier wird schon angezeigt, Track IR auswählen, wird dann gelb erscheinen und dann kann man sich auch schon bewegen im Spiel. Das werde ich auch mal demonstrieren. Ich setze mich mal gerade hier davor. So, jetzt dauert es einen kleinen Moment, bis ich aufgenommen werde. Und dann kann ich mich auch schon wieder wirklich super bewegen. Und das war die ganze Krux an der Sache. Also mehr ist überhaupt nicht zu tun. Das war wirklich alles. Und jetzt gibt es halt noch die Sache, wenn euch irgendwie die Bewegungen vom Fahrer nicht ganz passen an manchen Stellen, ist bei mir auch vorgekommen. Dann funktioniert es auch relativ einfach, die da selbst zu konfigurieren. Und das zeige ich euch auch noch kurz. Ihr geht wieder zurück zu diesem Programm. Und da könnt ihr dann hier, wo ist es denn? Ihr könnt genau hier oben auf Options gehen und dann auf Curve Configuration, genau. So, und da öffnet sich nochmal ein Fenster und da habt ihr dann die eigentliche Schalt- und Waltzentrale hier. Und zwar seht ihr hier unten so eine kleine Skizze, was für was ist, welche Farbe für was steht. Und ihr habt wirklich hier die Möglichkeit, zum Beispiel bei Jaw wirklich die ganze Ausrichtung von der Kamera im Bus zu ändern, bei Pitch-Up auch die Höhe von der Kamera. Und dann habt ihr, das sind hier so die allgemeinen Einstellungen, die Feineinstellungen zu der Kameraposition, sind dann hier bei Translations, wenn ihr da drauf geht. Dann könnt ihr hier zum Beispiel bei X, bei Z, da habe ich schon ein bisschen rumgespielt, das sieht man, könnt ihr ändern, wie weit die Kamera dann auch nach hinten oder nach vorne sich beugen kann. Oder wie weit man sich selber nach hinten und vorne beugen kann. Da könnt ihr noch ein bisschen rumprobieren, wenn euch die Standardeinstellungen noch nicht passen. Dann abspeichern das Ganze und wieder aufrufen. Und dann habt ihr wirklich eure Facecam-Steuerung von OMSI. So einfach funktioniert das. Und es ist wirklich eine kostengünstige Alternative zu zu FaceTrack IR5, also dem ganz normalen. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich euch soweit helfen konnte. Wenn es noch Fragen gibt, dann bitte immer her damit. Das Tutorial war ja recht kurz jetzt, aber ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen euch was gebracht hat, dass ihr euch ein bisschen besser auskennt. Und wie gesagt, wenn Fragen dazu oder auch zu ganz anderen Themenbereichen da sind, dann fragt mich bitte immer gerne, dafür bin ich schließlich da. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.